So ganz sind Bagger und Co. dann doch noch nicht verschwunden. Allerdings haben die Bewohner dem neuen Dorf rund um die St. Anna-Kapelle bereits Leben eingehaucht. So auch Aline Zaumseil. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern ist sie Mitte Dezember eingezogen und weiß um die Vorteile des Wohnprojekts. Also zum einen sind wir 2018 neu nach Tettnang gezogen und hatten eine Wohnung für ein Jahr bekommen und sollten eine neue finden. Und dann haben wir von dem Quartier hier gehört. Wir haben vorher hier schräg gegenüber von dem Quartier gewohnt. Und dann haben wir uns natürlich beworben, weil das eine schöne Möglichkeit ist, verschiedene Menschen, die hier zusammenkommen sollen, alte, junge Menschen mit Handicap, Familien. Und ja, das ist ein schöner Gedanke, dass Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten einfach sich unterstützen können. Und da haben wir uns hier beworben. Lebendige Nachbarschaft, ein gutes Miteinander. Das und mehr soll das St. Anna-Quartier sein. Für Bewohner wie Frau Zaumseil und Frau Grube und auch die umliegenden Nachbarhäuser. Die Idee war eben hier nicht nur einen Ort zu schaffen, wo man wohnen kann, sondern dass die Leute auch hier ein Zuhause finden. Das heißt, dieser Quartierstreff ist für alle Bewohner hier offen. Das heißt, es können hier Veranstaltungen stattfinden, man kann sich hier begegnen, man kann sich hier austauschen. Es wurden schon auch einige Dinge genannt, also ein Mutter-Kind-Treff oder ein Kaffeenachmittag. Es geht einfach darum, dass dieser Raum wirklich für alle da ist. Und dass man sich hier einfach ungezwungen begegnen kann. Also die Idee war schon eine ganz bunte Mischung an Menschen. So wie das Leben einfach auch ist. Bunt. Ne? Egal ob Familien, Alleinstehende, Senioren oder Menschen mit Handicap, unabhängig von sozialen und kulturellen Hintergründen. Das sind die bunten Bewohner des Quartiers. Mareike Labordet und auch die Quartiersseelsorgerin Maria Schuster verfolgen gespannt, wie sich das Leben der verschiedenen Bewohner in den 130 Wohnungen in Mikroloft-Bauweise entwickelt. Also die erste Zeit ist, glaube ich, für jeden sehr persönlich, dass man hier einfach eine neue Wohnung zieht, ein neues Zuhause findet, vielleicht auch eine neue Umgebung. Da sind so ganz pragmatische Dinge wie, welche Möbel stelle ich wohin, aber ich glaube, es geht jetzt auch langsam darum, einige sind jetzt schon ein bisschen angekommen, sie haben ihre Nachbarn schon kennengelernt, haben erste Gespräche und Kontakte gefunden, haben vielleicht auch den Weg hier zu uns ins Quartier oder in den Quartierstreff schon gefunden, mit mir schon Kontakt aufgenommen. Also so langsam tut sich das so einspielen und ich habe ein ganz gutes Gefühl, ich habe nur ganz nette und positiv offene Menschen kennengelernt. Weitere Besonderheiten im St. Anna-Quartier? Die Bewohner haben ein lebenslanges Wohnrecht und auch der Mietpreis ist niedriger. Wie ist das möglich? Das ist das baugenossenschaftliche Modell. Alle Bewohner, die hier wohnen, sind Mitglied. Und dadurch haben sie, das ist bei Genossenschaften so, sie sind Genossenschaftsmitglied, das heißt, ich habe ein lebenslanges Wohnrecht. Die Kirchengemeinde St. Gallus hat das Grundstück gehabt und es war von Anfang an klar, wir wollen was schaffen für Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt heute keine Chancen oder keine guten Chancen haben. Und das war, und deswegen ist man an die Baugenossenschaften rangegangen und hat gesagt, so, wir möchten, dass es Wohnungen gibt, wo der Quadratmeterpreis einfach bei 7 € liegt. Wir wollen, dass es Wohnungen gibt, wo der Quadratmeterpreis unter 10 € liegt. Und das war, so sagen die Baugenossenschaften, eine wirkliche Herausforderung. Die Wohnungen stehen zudem nicht zum Verkauf, sondern sind reine Mietwohnungen. Genau, eine bewusste Entscheidung, es wird rein Mietwohnungen, weil Mietwohnungen in Tettnang einfach auch fehlen. Für Maria Schuster klar ein Konzept der Zukunft. Also für uns ist es gewiss Zukunft, so zusammenzuleben, weil das ist ja das, wir wollen unseren Lebensraum gestalten, ja. Und dazu gehört, dass ich andere Menschen kenne, dass ich Begegnungsmöglichkeiten habe. Dazu gehört, das haben die Bewohner hier auch schon am Tag der offenen Tür gesagt, sie wollen eine aktive Nachbarschaft, sie wollen Nachbarschaftshilfe. Und ich glaube, das macht unser Zusammenleben dann auch wertvoll und dann fühle ich mich auch wieder beheimatet. Wenn ich genau dies erfahre, die Wertschätzung der Nachbarn, den Respekt, dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich zugehörig. Und das ist über alle Nationalitäten, über alle Religionsgrenzen hinweg.
Und um dieses Wohnprojekt weiter in die Zukunft zu tragen, braucht es die Mitarbeit aller Bewohner, wie Aline Zaumsal es bereits lebt. Egal ob im Quartierstreff, am Spielplatz oder doch beim kurzen Gespräch in den eigenen vier Wänden.